Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Force of Nature. Wie immer am Anfang schauen wir erstmal in die Runde, was so alles fertig ist und nehmen alles mit. Wir waren uns ja fleißig am Vorbereiten für unseren Wüstentrip. Und das erste Teil davon ist auch schon fertig, nämlich unser Mantel. Den probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Ich hoffe, dass er dann nicht erfriert, wenn ihn der kühlt. Jetzt schaut es noch ganz gut aus. Ein bisschen schade ist, dass ich leider gehofft hätte, dass das ein langer Mantel ist. Aber ganz offensichtlich nicht. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch zweimal Stoff. Das war es dann auch schon. Und was braucht man noch? Wir haben gesagt, wir machen uns noch so eine Hose. Dazu braucht man 8-mal Stoff. Und wir machen uns noch so einen Hut. Dazu braucht man 6-mal Stoff. Also insgesamt 14. Fehlen uns noch 12. Mit anderen Worten, 24 Wolle. 10 haben wir hier in der Hosentasche. Und da ist nichts drin. Also, ran an die Schafe, aber vielleicht hier erstmal unserem Kumpel helfen. Ah ne, der kriegt das ganz gut alleine hin. Aber ich brauche natürlich die Münze. Da haben wir auch wieder Wasser. Das nehmen wir auch gleich raus. Dann schauen wir mal, was hier noch so alles fertig ist. Gebratenes Fleisch haben wir noch. Das nehmen wir uns hier raus. Die glühende Asche ist noch laufen. Die Kohle ist auch noch am Laufen. Hier haben wir unsere Steinpfeile drin. Da machen wir jetzt auch gleich die Brandpfeile drin. Zehn brauchen wir, 5, genau, das passt. Dann haben wir nämlich hier auch wieder genügend Munition dabei, wenn wir uns auf unsere nächste Erkundungsrunde begeben. Und dann kümmern wir uns ja in der Zwischenzeit um unsere fehlende Wolle. 2 haben wir schon wieder fertig, die haben wir ja beim letzten Mal noch angefüttert. Da gehen wir jetzt auch gleich mit der vorhandenen Wolle die nächsten Stoffballen, Ballen, nicht Barren, in Auftrag. Weil wenn ich das jetzt gerade richtig gezählt habe, haben wir dann schon 8. Das heißt, wir können dann in der Zwischenzeit, während wir auf die letzte Wolle warten, uns auch schon mal die Hose basteln. Und vielleicht sollten wir uns dann auch noch die Lederhandschuhe machen, weil ich glaube, die haben zumindest ein bisschen Rüstung. Die Frage ist nur, 14 Fälle werden wir wahrscheinlich nicht zustande bringen. Ich habe hier noch 2. Oh, doch. Reicht. Packen wir die jetzt gleich einmal zu. Und dann schauen wir uns das vielleicht später nochmal an. Dass wir so, bevor wir die Wolle holen, wollte schauen. Genau, die haben nämlich zumindest 6 Rüstung. Das ist die Überlegung wert, dafür machen wir dann lieber noch ein bisschen mehr Wolle. Aber so viel Zeit sollte, glaube ich, sein, bevor wir uns hier aufmachen und dann doch nur wieder die Mütze voll kriegen. So, jetzt geht uns natürlich auch der Weizen aus. Was zu erwarten war. Früher oder später, deswegen werden wir hier auch nochmal nach produzieren.
Wasser haut er einigermaßen hin. Es geht halbwegs schnell. Ja, so weit, so gut. Da haben wir jetzt erst einmal. Den nehmen wir jetzt einfach schon, wenn der Kurs fertig ist. Genau so hier. Halt. Es reicht leider nicht mal mehr für eins. Da müssen wir jetzt erst den Weizen abernten. Der allerdings noch eine Weile braucht. Schauen wir vielleicht einfach gerade mal, wie es hier in der Umgebung ausschaut. Vielleicht können wir, während wir auf unserem Weizen warten, hier noch ein bisschen auf die Jagd gehen. Das ausschaut sogar ein bisschen mehr, als uns lieb ist. Ja, sogar sehr viel mehr, als uns lieb ist. Aber immerhin haben wir jetzt wieder Fleisch und wahrscheinlich noch ein Fell. Ja. Ist doch gar nicht so schlecht. Und wir gehen ja jetzt eh wieder hier weiterarbeiten. Das heißt, wir können uns in der Zeit ruhig erholen. Ernten jetzt hier mal schön unseren Weizen. Und da ist mein. Übrig, pflanzen den hier nochmal neu an. Gehen dann mit dem fertigen Weizen schon wieder unser Schaf füttern, beziehungsweise unsere Schafe. Hier drin haben wir die Steinpfeile fertig. Steinpfeile, sage ich schon. Feuerpfeile. Das ist ausgezeichnet. Gehen wir hier dabei noch das Fleisch in Auftrag. Wenn wir es schon gerade am Mann haben, können wir es ja auch gleich auf den Ofen legen. Fertig. Den Stoff können wir dann, wenn ich das wie gesagt richtig gesehen habe, wieder, wir machen gleich die Hose oder wir machen uns erst den Hut. Wir können auch erst den Hut machen. So muss ich aber noch schnell in die Kiste. Genau, dann macht man uns hier einen schicken Hut. Packen die Bahn erstmal wieder in die Kiste. Achso, ja. Und der Tisch ist ja schon belegt. Dann haben wir hier noch den Weizen fertig. Es läuft ja wie geschmiert. Aber braucht halt, wie gesagt, einiges an Vorbereitungen, bis wir uns hier mal in die Wüste wagen können, weil sonst geht uns da die Ausdauer schneller aus, als wir den Kaffee in uns reinschütten können. Ich nehme jetzt da noch eine Kohle mit. Hier ist die Kohle durch. Hier ist die Bulle durch.
Unser Hut ist auch fertig. Den nehmen wir uns doch gleich, dann holen wir uns wieder die nächste Stoffbahn. Setzen hier mal schick den Hut auf. Sieht von hinten ein bisschen mehr aus wie ein Imker, wie ein Beduine, aber okay. Solange es uns in der Wüste schützt, würde ich sagen, können wir damit leben. Jetzt ist auch schon wieder fertig. Da hinten ist die Wolle fertig. Es läuft, es läuft. Was? Falsches Schaf, das wollte ich. Und in der Zwischenzeit gehen wir wieder um unseren Weizen kümmern. Pflanzen vielleicht auch schon den nächsten wieder an. Zweimal Stoff haben wir. So, ne, kann ich nicht einfach aufstocken. Muss ich tatsächlich warten, bis er fertig ist. Aber ein Versuch war es ja wert. In der Zwischenzeit nochmal kloppen. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein dankbares Opfer finden. Ach, da ist doch schon das erste Schäher. Hoppala. Dachte, der hätte es schon erledigt gehabt dabei. Und hier noch. Ich würde eigentlich gerne noch so eine Ziege nehmen, weil ich gerne wüsste, was man von der Ziege für ein Produkt kriegt. Ich schätze mal, Ziegenmilch wird es nicht sein. Für Milch haben wir ja die Kühe. Von daher weiß ich jetzt gerade nicht, wofür man die Ziege dann gebrauchen könnte. Spontan ist das erste, was mir zur Ziege einfällt, Milch, also oder Käse, aber ich glaube kaum, dass man von der Ziege Käse ernten kann, das wäre dann doch ein bisschen unlogisch. Willst du ein Stückchen Fleisch essen? Ist was Braunes. Braun war noch klar. Zu viel. Nicht viel Braun übrig geblieben. Ja gut, dann gehen wir erst einmal wieder zurück. Da ist noch ein Schäfchen.
Ich werde mal überlegen, ob ich noch ein drittes Schaf mitnehmen soll, aber es wird halt schon echt knapp. Mit Wasser und allem. Wir probieren es jetzt einfach mal. Vielleicht kriege ich es ja gar nicht. Immer wenn ich mir denke, kriege ich gar nicht, dann klappt es natürlich. Hoffe ich bloß, dass der mein Schaf nur verscheucht hat und nicht aufgefuttert. Wo ist mein Schaf hin? Irgendwo weg. Der blöde Bär, mein Schaf verjagt. Eine Reihe. Ist was, was aussieht, auf sein könnte. Aber nur vielleicht. Nicht alles für sein Schaf. So. Bitte einmal folgen. Dann schauen wir mal, dass wir unbeschadet und mit Schaf zurückkommen. Und durch die ganze Aktion muss ich natürlich jetzt auch erst einmal toll Essen produzieren. Das haben wir fein hingekriegt. Halt völlig falsche Richtung. Wacht scharf. Wir müssen hier rüber. Hier rüber und dann hier runter. So, mitkommen, Schäfchen. Wasser nehmen wir mit, Weizen nehmen wir auch gleich mit. Und dann schauen wir, dass wir unser Schaf auch noch in unsere gemischte Tierunterkunft buxieren. So. Sehr schön. Einmal. Dann bauen wir auch gleich wieder an. Wasser nehmen wir mit. Weizen bauen wir an. Schaut, der Stoff ist schon mal fertig. Dann haben wir jetzt 5. Wir brauchen 8. Das geht sich aus. Da haben wir 3-mal Stoff. Das sind dann die 8 für die Hose. Da müssen wir nur noch schauen. Für die Lederhandschuhe brauchen wir 2-mal Sockleinen. Das wären dann nochmal 6. Aber das läuft. Läuft und läuft.
ist doch perfekt. Gebratenes Fleisch werden wir gleich mal zubereiten. Bin ich gerade am Überlegen, ob wir überhaupt noch einen zweiten Brunnen hier bauen können. Wir brauchen 30 Bretter und 15 Nägel für einen Brunnen. Da ist jetzt die Frage, Nägel meine ich haben wir noch. Bei den Brettern schaut es eher mau aus. Aber die Bretter kann man aus den Baumstämmen machen. Das kriegen wir hin, weil mit so einem zweiten Brunnen sieht es dann auch in Sachen Wasser nicht mehr ganz so mau aus. So, Wasser ist schon mal fertig. Dann haben wir da hinten nochmal die Wolle fertig. So. Dauern noch. Stoff dauert auch noch. Aber nicht mehr lange. So, dann haben wir nämlich hier den Stoff. Dann machen wir uns die Hose. Lagern wir so lange jetzt erstmal ein. Das Fell lagern wir auch erstmal ein. Hatte ich hier nicht irgendwo noch die Klauen? Bin hier erst einmal rein. Die Asche haben wir noch, die braucht man für Portal. Die nehmen wir wahrscheinlich mit. Boah, jetzt wird es aber hier gerade ein bisschen. Na, erst einmal die Ampullen. So, so viel zur Sache mit Wolle. Was? Nicht genug Rohstoffe? Ah ja, es fehlt natürlich an Wasser. Aber es geht sich genau aus. Eine Fuhre Wasser reicht für komplett das Beet hier zu machen. Dann haben wir hier unser Höschen fertig. Tauschen die jetzt hier erst einmal aus. Die legen wir dann nochmal dabei hier rein, damit wir die nicht verlieren. So, jetzt nochmal für die Lederhandschuhe brauchen wir zwei Sockleinen. Dann machen wir nochmal Sockleinen. Und zwar zwei Stück. In der Zeit hole ich mir noch schnell ein paar Palmwedel. Unsere Bretter sind fertig. Halt, komm mal zurück. Hol mir erst die Nägel. Und die Bretter, die ich hier habe. Und stell mir dann hier noch einen Brunnen hin. Achso, okay. Dann nicht. Ich brauche auch Seil.
Dann gehen wir doch erst Palmwedel sammeln. Ah ja, haben wir schon ganz schön gewütet, da ist kaum noch was drauf. Müssen wir schon runter bis ganz am Strand, dass wir hier unsere Palmwedel noch kriegen. So, schauen wir mal, wie es ausschaut mit Seil. Ich glaube, ich brauche so um die 30. Reicht gerade so nicht. Dann nehmen wir noch ein paar mit. Und damit der uns der jetzt hier nicht in den Rücken fällt, darf der ein bisschen mit der Keule spielen. Und dann würde ich aber sagen, nachdem die Zeit schon wieder recht vorangeschritten ist, kümmern wir uns um den ganzen Rest dann in der nächsten Folge. Und ich sage bis dahin wie immer danke fürs Zuschauen und ciao ciao.